Gestern Abend spielte der erste FC Saarbrücken gegen Engers. Das war ein Erfolg und wir wollen Ihnen zeigen, wie Thomas Wolschert. Ohne den am Oberschenkel verletzten Manuel Rasp, dafür aber von Beginn an mit Mike Franz trat der erste FC Saarbrücken beim FV Engers an. Und Franz war auch gleich an der Saarbrücker Führung beteiligt. Sein Pass auf Julien Humbert, der zieht einfach mal ab. Ein super Tor des 23-jährigen Franzosen. Ball und Tor optimal getroffen. Der FCS ganz anders als bei der Auswärtsniederlage in Mainz. Diesmal setzten sie nach, suchten die Zweikämpfe, zwangen Engers zu Fehlern. Wieder Mike Franz und Nazif Haidarovic zur 2:0-Führung. Der 16. Saisontreffer des Stürmers. Dieter Finkler, der ehemalige Saarbrücker, auf der Trainerbank des FV Engers wusste, für seine Elf gibt's gegen den FCS nichts zu holen. Zumal Florian Hornig unmittelbar vor der Pause auf 3:0 erhöhte. Für ihn Saisontreffer Nummer 15. Saarbrückens Trainer Alfred Kaminski sah in der zweiten Halbzeit ein deutlich nachlassendes Engagement seiner Truppe. Und der Tabellenletzte kam mehrfach gefährlich vor das Tor von Pascal Fuhrmann. Mario Schneeweiß scheitert am Saarbrücker Keeper. In der ersten Halbzeit haben wir klar gezeigt, dass wir hier dieses Spiel bestimmen wollten und diese drei Punkte mitnehmen. In der zweiten Halbzeit haben wir schon offensichtlich einige Kräfte geschont. Und so muss sich der erste FC Saarbrücken den Vorwurf gefallen lassen, gegen einen schwachen Gegner, trotz bester Chancen, nicht etwas fürs Torverhältnis getan zu haben.